Als erstes möchte ich ganz liebe Grüße ausrichten von den Gemeinden, den deutsch sprechenden Gemeinden an der Costa Blanca. Annette und ich waren zu Diensten und zum Urlaub an der Costa Blanca. Den Urlaub sieht man hier und die Schweißperlen, die waren in der Gemeinde, weil die Gemeinden sind sehr warm, also wärmer als hier drin. Und das Predigen, das fördert viel Schweiß. Also, aber ganz liebe Grüße von den Gläubigen an der Costa Blanca. Sie wissen, dass es euch gibt. Und ihr wisst jetzt auch, dass es sie gibt. Denn wir brauchen diesen Verbund unter uns Gläubigen, dass wir den Herrn Jesus Christus preisen, wo wir sind. Auch jetzt an der Costa Blanca wird jetzt in diesem Moment für Gottesdienst gefeiert. Und sie heben die Hände, sie preisen Gott und sie beten, dass Gott Europa neu mit dem Blut Jesu Christi wäscht, dass eine neue Erweckung aufbrechen kann. Und genau von dort kommt auch das erste Zeugnis, das euch Annette erzählen wird. Gepriesen sei der Herr Tag für Tag. Er trägt für uns Last. Gott ist unsere Rettung. Gott ist uns ein Gott der Rettungen. Und in der Macht des Herrn stehen die Auswege vom Tod. Ist das nicht wunderbar? Gottes Wort ist so kraftvoll. Er hat sogar Auswege aus dem Tod. Ferien in Spanien sind für uns immer etwas ganz Besonderes und ich frage am Anfang, Herr, gibt es irgendjemand in Spanien, der dich braucht? Ist natürlich eine rhetorische Frage. Ich weiß es. Aber jemand, wo Gott mir aufs Herz legt. Und tatsächlich, ich mache am Morgen immer so einen Gebetsspaziergang, sehe ich eine ältere Frau mit einem riesigen Pudel. Und ich habe sie angesprochen, gesagt, ein wunderschöner Hund. Und sie hat mir auf Spanisch geantwortet. Und das ist so die 3 Wochen eigentlich gewesen. Sie hat Spanisch geredet, man sieht sie auf dem Bild. Und ich habe auf Deutsch ihre geantwortet, ist egal. Wir haben uns jeden Morgen gefreut, dass wir uns sehen. Und irgendwann habe ich gedacht, Annette, erzähl ihr von Jesus. Und dann fängt sie in mir immer so an und sagt, oh Herr, aber wenn sie es ablehnt. Und ich habe tatsächlich einen Stupf gebraucht vom Reinhard Bonke. Ich lese seine Andachten und er hat gesagt, gang nicht einfach davon aus, dass Gottes Geist in dir ist, sondern bitte ihn, dass er durch dich wirkt. Also, neuer Mut, neuer Tag, neuer Morgen. Und ich sehe sie genau in dem Moment, kommt sie aus ihrer Haustüre mit ihrem Hund. Und ich habe gesagt, hallo, ich habe das Spanische, wir haben das ja auch verschiedene Sprachen, habe ich extra mitgenommen in meinem Täschli, habe es rausgenommen und wo ich das rausnehme, denkt der Hund, ich habe etwas für ihn. Und wo er merkt, das ist nicht so, ist er an ihr aufgegumpelt und sie ist ja eine ältere Frau, hat sie am Arm gepackt und dann habe ich gedacht, oh, entweder schickt sie mich jetzt weg oder was passiert. Und es ist etwas Gutes passiert. Sie hat ihre Haustüre aufgemacht, hat den Hund hinter die Haustüre gestellt, Haustüre zu, um das zum Lesen. Und sie hat alles gelesen auf Spanisch, aber sie hat Jesus nicht eingeladen in ihr Leben, sondern sie hat mir einfach riesig gedankt. Danke vielmals, muchas gracias. Und wir haben uns verabschiedet. Dann habe ich gewusst, also nächsten Tag, wenn ich sie wieder sehe, Anne, du musst sie fragen. Und dann, nächsten Tag, ich sehe sie. Und dann habe ich gesagt, inzwischen weiß ich schon den Namen. Hallo Ayla, hola. Und dann habe ich sie auf Englisch gefragt, have you prayed? Und sie hat gesagt, yes, I have prayed. Und meine Freude ist riesig gewesen. Stellt euch mal das vor. Ich habe sie ihr nur mitgegeben und sie hat selber entschieden, ich will Jesus in meinem Leben. Und dass sie Englisch versteht, habe ich auch erst nachher erfahren. Sie ist ursprünglich aus Finnland. Und so haben wir die nächsten paar Tage uns können gut auf Englisch unterhalten. Stellt euch das vor, was für ein Wunder, wenn ich sie nicht angesprochen hätte. Ja, aber es kostet mich Mut und ich bin Gott so dankbar,
dass er euch hilft. Wenn ihr in irgendeiner Situation seid, wo ihr Hilfe braucht, rufet sie Namen an. Er wird, er will helfen. Dann noch ein kurzes Zeugnis vom Freitag. Halt, der Hund muss noch erzählen. Ah, der Hund. Ja, der Hund, ja. Okay. Der Hund, ich habe zu Matthias gesagt, also der Hund braucht wahrscheinlich auch irgendein Geschenkli jetzt, weil er wartet ja auf das. Dann sind wir in China leider und wir sind noch nie in der Abteilung gewesen. Für Hunde, ja. Und ich habe gedacht, ja, da gibt es vielleicht so 5 verschiedene Hundeartikel. Also ein ganz langer Gang, alles mit Hundeartikel. Und wir sind sicher eine halbe Stunde vorgestanden, weil wir keinen Hund haben, wenn ihr gewusst, was ne. Und dann habe ich gesagt, so, Herr Jesus, ich nehme jetzt das, was mir gefällt. Ja, und das habe ich ihr dann am anderen Tag geschenkt. Und deshalb habe ich können auch ein Bild machen, natürlich. Weil er hat sie Mul und er hat riesen Freude. Er hat jetzt auch ein Geschenk. Und er heißt Benedito, das heißt, er ist schon gesegnet, oder? So ein gesegneter Hund. Ja, dann vom Freitag. Jetzt habe ich einen gewissen Heimvorteil gehabt, oder? Zürich ist unsere Stadt. Wir wohnen da. Wir sind inzwischen sogar Schweizer. In Spanien sind wir, ja, in Spanien sind wir zu Gast. Aber da in der Schweiz merke ich, viele Leute, die in die Schweiz kommen, in Ferien, die achten das, dass ich da wohne. Und eine Familie, sie kommt aus Indien, in der Nähe von Kalkutta. Ich habe sie angesprochen und auf Englisch. Und alle haben mich angeschaut, wie wenn ich ihnen würde etwas erzählen, wo unglaublich ist. Gott liebt sie. Das haben sie noch nie gehört. Stellt euch vor, Gott liebt mich. Dann der Mittlere ist der Sohn. Er hat mir auf Englisch geantwortet. Und bis dahin habe ich nicht gewusst, ob Mutter und der Vater Englisch auch verstehen. Doch, sie haben es verstanden. Und der Vater hat mir gesagt, sehr ernst, wissen Sie, ich glaube an Schicksal. Und wenn Schicksal gut ist, dann wird er sagen, okay, dann kommt er in den Himmel, auf die Frage mit dem Himmel. Aber wenn Schicksal mit ihm schlecht meint, hat er keine Chance. Mutter hat gesagt, ich bin absolut nicht sicher, ob ich in den Himmel komme. Und der Sohn, der hat sehr abwartend und seine Eltern angeschaut, was antworte ich. Dann habe ich ihnen aus der Bibel vorgelesen. Ist auch immer so ein spannender Punkt und sie haben zugelassen. Ich bete für sie und dann haben alle drei ihr Leben Jesus gegeben. Und sie haben sich, also auf dem Bild gesehen, so ein bisschen, sie haben eine riesige Freude. Menschen aus Kalkutta entscheiden sich in Zürich für Jesus. Und das ist ja nicht nur das, dass sie sich hier entscheiden, sondern ich wünsche mir, wenn sie zurückgehen, dass ihre Familie, ihre Verwandtschaft, dass sie von Jesus hören und dass sie Jesus auch annehmen wie sie. Dankeschön. Dankeschön. Ich finde das, oder Hochdeutsch, wenn Annette diese Geschichten erzählt, und dann, das füllt mein Herz. Es sind Menschen in diesem Moment aus der Finsternis, aus der Hölle hinausgerissen. Aus einer Zukunft, die man niemanden wünscht. Und wir werden sie wiedersehen. Halleluja. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zum Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat euch errettet aus der Macht der Finsternis und hat euch versetzt in das Reich seinen geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung aller Sünden. Darum gilt für uns, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und ja, der Teufel will nicht, dass du das verstehst. Der Teufel will nicht, dass du das begreifst. Der Teufel will nicht, dass du diesen Stand einnimmst. Sonst verliert er alle Handhabe über dich. Aber für dich gibt es keine Verdammnis. Darum ruft Paulus, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung.
Ist jemand in Christus, ist er eine ganz neue Schöpfung. Das hat nichts mehr mit vorher zu tun. Ist jemand in Christus, ist er eine ganz neue Schöpfung. Das Alte ist, war vergangen. Es ist ganz Neues geworden. Amen. Als wiedergeborener Mensch hast du deshalb eine ganz neue Identität. In Jesus Christus, eine ganz neue Identität. Und das ist auch das Thema, das wir uns heute miteinander anschauen wollen. Dein neues Leben in Christus Jesus und in Jesus ist ein ganz anderes Leben. Vorher, ohne Christus, verloren. Also ohne Christus, verloren. Auf Ewigkeit. Mit Christus ein neues Leben auf dem Weg in die Herrlichkeit Gottes. Krasser Unterschied. Hier verloren und hier sind wir auf dem Weg in die Herrlichkeit, auch wenn uns das oft unter der Woche nicht so bewusst ist. Wenn Gedanken uns den Kopf voll machen und wir das nicht wissen, müssen wir das immer wieder hervorholen und unserem Geist befehlen oder unserem Denken befehlen von unserem Geist aus, ich bin gerettet. Ich bin auf dem Weg in die Herrlichkeit. Und das wollen wir heute Morgen ganz neu verstehen. Jesus Christus stellt klar, niemand reißt einen Lappen von einem neuen Leben, einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid, auf ein altes Leben. Sonst zerreißt man das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht auf das Alte. Niemand soll das neue Leben, den neuen Zustand, auf den alten Zustand flicken. Es braucht hier diese krasse Trennung. Das soll man nicht machen, es geht noch weiter. Jesus hat das gesagt, niemand füllt neuen Wein in alte Säcke, hätte ich jetzt fast gesagt, in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet. Und die Schläuche verderben, sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche bringen. Der neue Wein ist das neue Leben. Und dieses neue Leben, das ist aus einer ganz anderen Kraft. Denn es ist geboren aus Christus. Es ist eine übernatürliche Kraft. Wie wollen wir übernatürliches Leben in ein altes Leben packen? Das zerreißt. Das macht diejenigen, die das versuchen, wahnsinnig. Und sie kommen nicht vom Fleck, weil sie immer bastelt. Immer versuchen sie, einen alten Lumpen drauf zu flicken. Und sie versuchen, die Kraft zu bändigen und das geht nicht. Heute wollen wir uns darum mit der Identität dieses neuen Lebens beschäftigen, mit der Identität, unser neues Selbstverständnis. Heute geht es nicht um Autorität, also das, was ich als wiedergeborener Mensch tun kann, sondern es geht einschließlich oder ausschließlich um die Identität, um das, wer du in Christus bist. Die Sache mit der Autorität, die müssen wir ein anderes Mal anschauen. Warum? Ganz einfach. Wenn ein Löwe, der König der Savanne, eine Identität von einer Hauskatze hat, kann er nicht als König in der Savanne dienen, als Herr. Wenn ein Löwe die Identität, diese Fazilität einer Hauskatze hat, dieses Schnurren und Guschi, 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 dann kann er nicht Löwe sein. Ein Christ mit der Identität eines Bettlers, der nicht weiß, wer er in Christus ist, kann nicht in der Vollmacht eines Diener Gottes unterwegs sein. Habt ihr es verstanden? Ihr dürft auch über euch selbst lachen. Weil dieses Thema ist ja nur aus dem Grund entstanden, weil ich gemerkt habe, das ist das Hauptthema im Jahr 2021 und Anfang 2022 gewesen in meiner Seelsorge. In meinem Gespräch war das dieses Thema. Ich weiß nicht, wer ich bin. Hast mir Tand auf, leg ich was für. Ich sagte, was? Das Feuer kommt aus dir selbst. Ich kann dir nicht mein Feuer geben, dafür brennst du. Jeder Mensch ist für seine eigene Flamme verantwortlich. Aber wenn man diese neue Flamme, die der Heilige Geist in uns weckt, in ein altes Gewand setzen will, dann brennt's. Und man kommt nicht klar, man kriegt Depression.
Also, der Löwe muss zuerst wissen, wer er ist, bevor er sein kann, was er ist. Als Diener Gottes musst du erst wissen, wer du in Christus bist, dass du sein kannst, was er aus dir machen will oder was er in dir schon gewirkt hat. Darum ist es besser, zuerst zu verstehen, wer wir in Christus sind. Darum habe ich hier mal drei Merkmale dieses neuen Lebens herausgeholt, dass wir sehen, was ist früher, was ist später. Das neue Leben ist ein anderes Leben. Ich nehme jetzt mal die Begriffe Glaube, Liebe, Hoffnung. Das sind die höchsten Begriffe, die wir haben nach Paulus. Er sagt in 1. Korinther 13, 13, nun bleiben aber Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte. Aber genau das ist das Spannende, dass diese drei Begriffe sind, gibt es schon im alten Bund, gibt es im alten Leben ohne Christus, weil Gott liebt die Menschen, Gott will, dass die Menschen glauben, Gott will, dass die Menschen Hoffnung haben, es gibt es hier vor dem Kreuz. Und diese Begriffe verändern sich aber schlagartig, wenn wir Jesus Christus in unser Leben eingeladen haben. Wenn wir wiedergeboren sind, sind wir auf dieser Seite des Kreuzes. Und es ist eine ganz andere Lebensweise. Und die wollen wir heute Morgen anschauen zusammen. Mit dem neuen Glauben und immer frischer Liebe und dem zielgerichteten Leben in der Hoffnung Gottes ist euch eine starke Identität gegeben. Für all diejenigen, die wiedergeboren sind, sie haben eine starke Identität. Auch wenn die Begriffe Glaube, Liebe, Hoffnung, wenn wir die schon vorher gekannt haben, haben sie jetzt für uns eine ganz neue Bedeutung. Und jeder, der versucht, diese zusammen, dieses alte Leben, dieses neue Leben, diese alte Liebe, neue Liebe, die alte Hoffnung, neue Hoffnung, alter Glaube, neue Hoffnung zusammenzubringen und das irgendwie festzuhalten, die machen genau das, in das sie einen alten Latz versuchen, auf ein neues Kleid zu kleben. Ich werde es halt so machen, dass ich den Begriff für euch so darstelle, wie er ist vor dem Kreuz, dass wir mal sehen, aha, ja stimmt, das habe ich gewusst und so, das ist ja klar. Und dass ich auch zeige, was dieser Begriff, wenn wir mit dem Kreuz im Geist, in Christus unterwegs sind. Die Liebe im alten Leben vor dem Kreuz. Ein ganz bekannter Bibelvers. So sehr hat Gott die Welt oder die Menschen geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also so sehr hat Gott die Menschen geliebt, hier auf dieser Seite. Was ist das für eine Liebe? Das ist die Liebe, wenn ein Mann zum ersten Mal seine Herzdame sieht, zum Beispiel im Migros, und den gar nicht weiß, was er sagen soll. Und dann ist es so bei Männern, die machen dann so Zufallsbegegnungen. Sie wissen genau, wo die Frau sich befindet und zufällig sind sie dann dort, dass man wieder Hallo sagen kann. Und man schenkt mal was und macht eine Aufmerksamkeit, lädt zum Kaffee ein und man will, dass diese Frau aufmerksam wird auf einen. Und so macht es Gott mit uns auch. Diese Liebe ist die Liebe, wenn ein Mensch Jesus Christus noch nicht kennt, wo man plötzlich merkt, irgendjemand spricht über Gott und der Mensch merkt, hä? Das war gar nicht hier, das war ja hier, in meinem Herz. Und dann ist es wieder weg und dann kommt wieder jemand anders und sagt, ja, du, ich bin Christ. Gott liebt dich. Uff, jetzt war das wieder hier. Und so macht es Gott. Gott wirbt um uns und das ist vor dem Kreuz. So sehr hat Gott die Menschen geliebt. Es macht immer wieder Möglichkeiten, dass wir auf Gott Aufmerksamkeit werden. Aufmerksam werden. Und jetzt kommt die Liebe nach dem Kreuz, im neuen Leben, im Geist. Die Liebe ist ausgegossen. Die ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Leute, das ist etwas ganz anderes. Das ist etwas anderes. Das ist dann die Herzdame gefunden und umarmen, knutschen, knuddeln, in die Ferien fahren, das ist etwas ganz anderes.
Das ist was anderes wie vor dem Kreuz. Hier ist es Sehnsucht, hier ist es, und hier ist es, die Erfüllung ist da. Merkt ihr den Unterschied? Und wenn man das jetzt versucht, jemand, der hier ist und sagt, ja, yes, Jesus, und dann in dieses Alte hineingeht und immer wieder so tut, als ob er noch nicht gerettet ist, das zerreißt. Weil das eine ganz andere Sache ist, auf dieser Seite. Es ist der Unterschied zwischen einem geliebten Sünder und einem geliebten Gotteskind. Im Moment von unserer Wiedergeburt wurde die Retterliebe zur Vaterliebe. Es ist ein Unterschied. Auch ich mag Kinder auf dem Spielplatz und helfe, wenn was passiert und tröste, wenn es geht. Aber wenn bei meinen Kindern was ist, setze ich mich mit Leib und Leben ein. Da stehe ich auf. Und das ist eine ganz andere Liebe. Meine Kinder sind bei mir zu Hause. Ich lebe mit ihnen. Ich lebe nicht mit Nachbarskindern. Die können zum Mittagessen kommen und dürfen auch dann wieder gehen. Hoffentlich. Manchmal übernachten. Okay, erlaubt. Aber meine Kinder gehören in meine Wohnung und da bin ich der Chef und da werde ich auch gucken, dass es ihnen gut geht. Da bewache und bewahre ich sie. Ein riesengroßer Unterschied. Es ist der Unterschied zwischen Retterliebe und der Liebe eines Vaters. Und wenn du wiedergeboren bist, dann bist du ein Gotteskind. Alles andere ist Beilage. Du bist ein Gotteskind. Alles andere ist Beilage. Du bist Bäcker, du bist Banker oder Bierbrauer, aber das ist das, was du tust. Das ist nicht das, was du bist. Wenn das ist, was du bist, dann machst du was falsch. Denn in erster Linie, als wiedergeborener Christ, bist du nicht Bäcker, Banker oder Bierbrauer, sondern du bist sein Kind. Sein Kind über allem. Diese Würde, ein Kind Gottes zu sein, ist unbeschreiblich. Und ich empfehle dir, nimm dir Zeit, über das nachzudenken. Du bist ein geliebtes Gotteskind. Das ist deine Würde. Du bist geliebt. Du bist nicht irgendjemand. Du bist sein Kind. Durch den Geist Gottes wurde seine Liebe in unser Herz ausgegossen. Und jetzt gibt es die Leute, die sagen, oh, nein, so ist es bei Gott nicht. Gott sagt nicht, so, jetzt ist mal genug Liebe. Fertig. Jetzt ist genug. Sondern Gott ist Liebe. Wenn du sein Kind bist, dann ist es so, dass Gott in seiner Person ist die Liebe selbst. Er ist, er sprudelt, er gibt, er spritzt, er gibt von unten, von oben, von überall. Das ist ausgegossen, die Liebe, unendlich. Sie fließt, sie fließt, sie fließt. Gottes Liebe ist permanent da. Und ich weiß in unserer Zeit, dass wir so viele Informationen, so viel Zeitung, so viel Medien und so viel in unseren Kopf reinbrügeln, dass unsere Festplatte schon voll ist, bevor wir überhaupt die Bibel aufmachen. Jeder Mensch hat nur eine gewisse Kapazität pro Tag, in der er aufnehmen kann. Nur eine gewisse Kapazität. Jeder weiß, wie viel. Fernsehen gucken kannst du, wenn die Festplatte noch voll ist. Da geht alles rein. Noch 3-4 Stunden. Aber Gottes Liebe braucht Raum und Zeit. Du musst, oder wenn du das nicht machst, dann gehst du dran vorbei. Als Kind gehst du zum Vater, bevor deine Festplatte voll ist. Am Morgen früh, am Mittag, am Abend. Aber denk nicht, dass du nach 3 Stunden Fernsehen gucken oder Zeitung lesen oder Internet surfen oder jegliche Kleider und Turnschuhe irgendwo im Internet zusammensuchst, wenn die Festplatte voll ist, so jetzt lese ich neue Bibel. Das funktioniert nicht, das ist Selbstbetrug. Da wirst du auch keine Liebe Gottes mehr erleben, weil Gott ist schon da, der liebt und liebt und liebt, aber deine Festplatte ist voll. Du kannst nicht. Innerlich bist du schon voll. Du brauchst erst den Seelenschlaf der Nacht, dass diese Festplatte sich wiederholen kann. Jeder gehe mit sich selbst ins Gericht, sage ich hier. Okay.
Paulus schreibt, da habe ich eine Folie, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber lieber Vater. Das ist der Beweis der Gotteskindschaft. Das ist das, wenn wir Gottes Liebe, wenn sie uns erreicht, super, ich bin geliebt. Da rufe ich, aber lieber Vater, Vater, ich liebe dich, ich werde dich am liebsten knuddeln. Und Vater sagt, ich liebe dich. Und ich sage, ich liebe dich auch, ich liebe dich mehr. Ah, und dann geht das hin und her. Das erleben sehr wenige Leute in unserer Zeit. Und das heißt, hat nichts mit Euphorie zu tun. Das ist die Freude, die Paulus beschreibt. Es ist die Freude, die König David im Alten Bund hatte, als er vor dem Umzug umhertanzte. Dass diese Liebe als Kind Gottes ist eine andere Liebe als die Ritterliebe. Ein Merksatz. Als Gottes Kinder erlebst du die Liebe nicht von außen, sondern du stehst im Vollbad der Liebe des Vaters. Hammer, oder? Oh, ihr seid so traurig. Gehen wir einen Schritt weiter. Glaube. Glaube im alten Leben. Gehen wir gerade rein. So sehr hat Gott die Welt geliebt, haben wir vorhin schon gesehen, dass es einen einzigen Sohn gab, oder die Menschen geliebt, dass es einen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Der Glaube vor dem Kreuz ist der Glaube, wenn ein Mensch diesen Impuls bekommt, Gott liebt mich, dass er sich ausstreckt, dass er es sucht. Er sucht Beziehungen. Er sucht Beziehungen zu Leuten, die das schon wissen. Das ist Glaube. Glaube heißt Vertrauen. Ich vertraue dem Impuls, den ich bekommen habe, und ich mache ein paar Schritte. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Das ist vor dem Kreuz. Das ist die Botschaft, die vor dem Kreuz. Komm, komm, komm. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige. Vertrau ihm. Mach das. Gang der Schritt. Und jetzt kommt der Glaube als Kind Gottes auf dieser Seite des Kreuzes, mit dem Kreuz, in dem Heiligen Geist. In dem Augenblick, wenn wir im Glauben die Liebe Gottes erfassen, werden wir von hier auf diese Seite durch die Wiedergeburt katapultiert. Und das ist ein anderer Glaube. Jetzt stehst du nicht mehr zwischen Verdammnis und Kreuz, sondern jetzt stehst du zwischen Kreuz und der Herrlichkeit, die dich erwartet. Amen? Verstanden. Das ist schön. Glaube ist auf beiden Seiten ist es Beziehung. Aber die Beziehung auf dieser Seite ist die Beziehung zum Vater. Aber es ist ein Unterschied, von wer glaubt, der wird gerettet und alles ist möglich dem, der glaubt. Ist doch so einfach, oder? Es ist ein Riesenunterschied, aber es ist ein, wenn man Christen, die schon lange wiedergeboren sind oder die Jesus Christus, die Vaterliebe kennen, immer sich hier aufhalten, wer glaubt, der wird gerettet. Wie viele Gebete habe ich schon gehört, oh Vater, nimm mich wieder an, nimm mich wieder an, nimm mich an. Hey, du, nicht verstanden. Die Würde eines geretteten Gotteskindes heißt, im Glauben zu stehen und alles von Gott zu erwarten, denn es ist alles möglich dem, der glaubt. Und das muss geschafft werden, das muss intellektuell, aber das muss auch im Herzen, dieser Schritt muss gegangen werden. Einige Christen verpassen diese Fülle der Gaben und der Kraftwirkung Gottes, weil sie immer noch in diesem schmachtenden Rettungsglauben sind. Und das ist ein wichtiger Schritt, den jeder für sich tun muss. Christen, die wiedergeboren sind, aber in diesem Leben oder diesem Verständnis von Glauben sich aufhalten, die schleichen immer wieder ums Kreuz. Vater, vergib mir. Jesus, so, du bist am Kreuz für mich gestorben. Oh, na, das habe ich falsch gemacht, das habe ich falsch. Und die machen sich so klein. Die machen sich so klein. Durch den Glauben bist du gerettet auf dieser Seite. Du hast eine Würde, die du hast,
Du bist schon gerettet. Gott muss dich nicht nochmal retten. Du stehst in der Würde Gottes und stellst dich vor Jesus und sagst, Herr, ich habe versagt. Es tut mir leid. Das mag sich anfühlen, wenn du dich um Kreuz kreist, wie Erlösung. Aber das ist keine Erlösung. Erlöst wurdest du an dem Tag, an dem du wiedergeboren wurdest. Jetzt wirst du auf dieser Seite, wenn du lebst, bist du gerettet, du bist erlöst, ein für alle Mal. Und wenn du jetzt zu Jesus kommst, gilt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass uns die Sünde vergibt und reinigt uns. Das steht nicht, er erlöst uns wieder, weil das hat er schon gemacht. Und wenn wir das nicht verstehen, wenn wir immer wieder hier auf Erlösung hoffen, auf dieser Seite ist Erlösung, auf dieser Seite ist Befreiung. Auf dieser Seite werden wir befreit von Zwängen und Nöten. Auf dieser Seite werden wir erlöst von unserem vergänglichen Leben. Ich möchte am liebsten 100 solche Leute, die das verstanden haben, für die Schweiz haben und es würde vorwärts gehen, weil das ist eine Botschaft, die gehört werden muss. Kernvers oder Merksatz, als Gotteskind glaubst du nicht mehr, um gerettet zu werden, sondern du glaubst, weil du gerettet bist. Ist das ein Unterschied? Oh, haben wir es gelernt? Super. Gehen wir weiter. Was ist denn die neue Glaubensweise als Gotteskind? Das scheint mir noch ein ganz wichtiger Gedanke. Was ist die Glaubensweise eines Gotteskindes? Wir dürfen Galater 2,20 hier nicht vernachlässigen. Ganz wichtige Stelle in diesem Zusammenhang. Die kennen viele Leute auswendig. Okay. Luther 1912. Ich nehme bewusst diese Übersetzung. Dort heißt es, ich lebe aber, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das, was ich jetzt im Fleisch lebe, also in der vergänglichen Welt, das lebe ich, jetzt wird es interessant, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich für mich dahin gegeben hat. Und was steht heute in den Übersetzungen? Heute steht dort, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und das ist schade, dass man alles so grammatikalisch wortgeprägt dann versucht anzupassen. Es ist ein Unterschied, ob ich den Glauben an den Sohn Gottes habe oder ob ich im Glauben des Sohnes Gottes bin. Der Beweis für alle Griechen unter uns, ich meine, eine meiner Lieblingssprachen, da ich mache viel aus dem griechischen Text, aber ich habe das extra rausgenommen, dass ihr merkt, um was es geht. Da steht, Zoe heißt Leben, das ist also Zo heißt Leben, das ist die Grundform vom Verb. Zo heißt dann ich, Ego, das könnt ihr sehen, ich lebe. Und dann heißt Zo, ich in Christus. Also das in, n heißt in, ganz einfach, in Christus. Und dann, was ich in Sarki lebe, Sark, wisst ihr, was das ist? Ein Sarg, das vergängliche Leben, im Fleisch. Das lebe ich, jetzt heißt in Glauben, Leben des Sohnes Gottes. Theu, Theu. Warum kommt man jetzt auf die Idee, hier zu schreiben, durch den Glauben an den Sohn Gottes? Doch Quatsch. Ich will euch das auch näher erklären. Wenn ich mich an Jesus festhalte, ich lasse dich nicht los, ist das mühsam. Wenn ich aber weiß, dass ich in Christus geboren bin und durch seine Augen schaue, dem Mann, dem kein Ding unmöglich ist, dann kann ich sagen, dem, der glaubt, ist nichts unmöglich. Wenn ich in Christus lebe und im Glauben des Christus lebe, dann werde ich wirksam. Weil sonst habe ich immer das Gefühl, ich klebe noch zu wenig an ihm. Das neue Leben im Glauben ist, auf dieser Seite des Kreuzes, ist, dass Christus in mir ist und ich in ihm. Der Unterschied ist ein ganz gewaltiger. Ich kann es an einem anderen Beispiel zeigen. Es ist ein Unterschied, ob du an einem Flugzeug hängst, Mission Impossible, oder ob du
im Flugzeug sitzt und Vollverpflegung hast bis ans Ziel. Das ist der Unterschied. Und jetzt versteht ihr auch den nächsten Vers. Denn darin, also in, denn darin, in Christus Jesus, wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt? Aus Glauben, in Glauben. Aus Glauben. Wie kann ich? Ich kann nur aus Glauben leben, wenn ich im Glauben bin, wenn ich im Glauben des Christus bin. Wenn ich am Glauben Christus bin, kann ich nicht ausleben, weil ich bin noch gar nicht drin. Kompliziert, ich weiß. Aber das ist das Entscheidende. Denk an das Flugzeug. Es ist entscheidend, ob du dich am Flugzeug festhältst oder ob du im Flugzeug bist. Wie geschrieben steht, wieder Zitat aus Habakkuk 2,4, der Gerechte wird am Glauben leben. Nein, aus Glauben, weil er im Glauben ist. Oh, das ist verstanden, ich habe es gemerkt. Du kannst nur aus Glaube leben, wenn du im Glauben bist. Gehen wir einen Schritt weiter. Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei. Die Liebe ist die höchste, aber jetzt kommen wir zur Hoffnung. Hoffnung ist das Schönste, was es überhaupt gibt für den Hoffnungslosen. Mensch, wir haben so viel Depressive, so viel Geschaffte, so viel Abgemurkste, so viel Hoffnungslose. Und wenn man ihnen Hoffnung geben kann, dann haben die einen ganz guten Tag. Es gibt es natürlich unbegründete Hoffnung. Hoffnung ist immer dieses Ausstrecken, Ausstrecken, Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Dieses Ausstrecken. Wir erleben das ja rings um uns herum. Es gibt total viele unbegründete Hoffnung. Es ist mehr so das verzweifelte Festhalten, das Beschwören, auch einmal Glück zu haben, wenn man einen Lottoschein ausfüllt. Ich hoffe, ich gönne. Ich hoffe, 6 Millionen andere auch. Schöne Pschiss. Das ist eine unbegründete Hoffnung. Hat überhaupt nichts mit Hoffnung zu tun. Bin ich schon soweit? Aber Hoffnung wird real, wenn Menschen in die Nähe des Evangeliums kommen. Zachäus. Zachäus war ein reicher Mann. Er hatte sein eigenes WWW, Wein, Weib und Whisky, nein, Wellness. Aber alle diese Dinge haben ihm nicht das gebracht, was er sich erhoffte. Als Jesus aber in seine Stadt kommt, erweckt und zündet sich in ihm eine begründete Hoffnung. Der kleine Zachäus wächst über sich hinaus, lässt alles zurück, rennt und klettert auf einen Baum, lernt Jesus kennen und wird gerettet. Das ist das Entscheidende, was hier vor dem Kreuz passiert. Das ist jetzt nicht dieses Lottoschein verzweifelter Glaube oder Hoffnung auf Glück, sondern hier ist eine begründete Hoffnung. Darum sind die Frauen und Männer im Evangelisationsteam am Freitag auf der Straße. Weil sie eine begründete Hoffnung haben für jeden Menschen, für den hoffnungslosesten Fall, für den Penner, für den Geschäftsmann, für Bäcker, Banker und Bierbrauer, für jeden gibt es diese Hoffnung. Weil diese Hoffnung begründet sich nicht auf unser Auftreten, sondern einzig und allein auf das Wort Gottes mit dem Evangelium von Jesus Christus, der retten kann. Und das Interessante ist, wenn Annette erzählt, die Leute schwätzen und schwätzen und schwätzen manchmal, und dann kommt sie und liest einfach Bibeltext vor. Da gibt es Leute, die möchten am liebsten auf die Knie gehen. Oder welche, die sitzen, stellen sie auf dem Bänkli sitzen, die stehen auf. Weil da kommt was ganz Besonderes. Vielleicht waren sie so erzogen. Spielt keine Rolle. Aber sobald der Bibeltext kommt, kommt Hoffnung. Erst irgendwie diese Frustration, dass alle Menschen gesündigt haben und sie merken, oh, das bin ja ich. Oh, der schreibt von mir. Und dann, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Puh, Hoffnung, 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 Hoffnung. Halleluja. Also Menschen, haltet nicht zurück mit dem Wort Gottes. Schlagt ihr nicht gerade die ganze Bibel auf den Kopf, sondern nehmt gewählte Verse. Und ladet sie ein, weil das gibt begründete Hoffnung für denjenigen, der noch nicht gerettet ist. Das ist aber die Hoffnung der Verlorenen. Und jetzt kommen wir zu der Hoffnung,
Oder bin ich schon so weit? Schnell gucken, ja. Hoffnung im neuen Leben im Geist. Hoffnung ist real, nicht wird real, sondern Hoffnung ist real, wenn Menschen aus der Kraft des Evangeliums leben. Jetzt muss ich sagen, es gibt natürlich auch nach dem Kreuz eine Hoffnung, die ist wohl uns zugesprochen, aber die führt zum Parkplatz-Christentum. Eine solche Hoffnung lähmt Christen, wenn sie sich nur an dieser Hoffnung festhalten, lähmt sie und sagen, ja, ich warte mal, bis der Herr wiederkommt. So sind diese Hoffen, Maranatha, Herr, komme bald, ich warte auf dich. Die hoffen. Das sind Parkplatzchristen. Diese Hoffnung ist wohlberechtigt und auch begründet in der Bibel. Wir dürfen warten, aber warten heißt in der Bibel nicht sitzen und warten, sondern warten heißt immer dieses aktive Hoffen, dieses Harren auf den Herrn, dieses sich mit Leidenschaft irgendwo reinbringen und sagen, ja, ich will genau der sein, der nicht merkt, dass der Herr wiederkommt, dass der Herr mir die Hand auf die Schulter drückt und hey, komm, fertig, komm jetzt, wir gehen in den Himmel. So sollte man in der Hoffnung leben. Nicht so, oh, Herr, wo kommt er, sondern man sollte am Werk sein, dass man überrascht wird, wenn einem der Herr die Hand auf die Schulter legt und sagt, hey, Heinz, komm mal, ist fertig geschafft, du, komm. Und denke, oh, du bist Herr, ja. So sollte die Einstellung sein. Aber jetzt noch zu der Hoffnung, wie wir sie nach dem Kreuz wirklich leben sollen. Und die finden wir in 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Hä? Das ist gewaltig. Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das heißt, Hoffen ist auch für uns nach dem Kreuz nicht etwas, was einfach in der Luft schwebt und wir darauf warten, sondern wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das heißt, du bist die Hoffnung dieser Welt. Und da gibt es nicht, das will ich nicht sein. Nein, das bist du Kraft deiner Wiedergeburt. Du bist eine lebendige Hoffnung. Du hast ja alles in dir drin. Gott will nicht, dass wir singen und tanzen und schmachtend im Rausch in Hoffnung auf die Ewigkeit warten, dass der Herr wiederkommt oder dass wir abberufen werden, sondern er will, dass wir Kraft unserer Wiedergeburt die Hoffnung selbst für die Welt sind. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das heißt, wir verkörpern Jesus Christus. Wenn Jesus Christus die Hoffnung für die Welt ist, dann sind wir die Hoffnung für die Welt, die auf Christus zeigen. Genauso wie Jesus die Verkörperung des Vaters war, solange er hier gelebt hat, ist der Geist die Verkörperung dessen, was Christus in dieser Welt tun will. Und genauso sind wir, die wir wiedergeboren sind, diejenigen, die verkörpern, was der Heilige Geist in uns wirkt, durch den, der uns erlöst hat, Jesus Christus, um dem Vater die Ehre zu geben. Ist das denn so schwer? Rhetorisch war es ist herausfordernd, ich weiß. Aber Gott hat gesagt, er wird uns nicht über unsere Kraft versuchen, sondern er wird uns die Kraft geben. Und wenn wir selbst die lebendige Hoffnung sind, dann ist ja der Sprudel schon in uns drin. Es kann ja nicht sein, dass wir einfach so ein Etikett haben, ich bin eine Hoffnung, ich bin eine Hoffnung, ich bin eine Hoffnung, ich bin eine Hoffnung. Das löscht ab. Also, lass den Christ in dir raus. Wie Superman diesen S. Nein, lass den Christus aus dir raus. Lass das Christsein aus dir raus. Lass es fließen. Merksatz, als Gottes Kind hast du nicht nur eine begründete Hoffnung auf den wiederkommenden Herrn, sondern du bist selbst eine lebendige Hoffnung. Sag das mal, ich bin eine lebendige Hoffnung für die Welt. Und die, das selber glauben, sagen Amen. Amen. Oh, und viele. Schön, ich freue mich auf die nächste Zeit. Du gehörst zu den glücklichsten Menschen dieser Welt.
Du hast den liebevollsten Vater. Ich versuche jetzt zu landen. Du hast den liebevollsten Vater, den besten Herrn, den herrlichsten Geist in dir. Du bist überfließend mit lebendiger Hoffnung. Ich muss nochmal das Beispiel bringen mit der Festplatte. Du musst dir überlegen, wie viel deiner täglichen Festplatte, die dir zur Verfügung steht, du diesem Thema widmest. Das heißt nicht, dass du es x-mal studieren musst, sondern dass du es sein lassen in deinem Leben. Dass die Liebe Gottes dich erfüllt. Dass du dir bewusst machst, was heißt das, die Texte in der Bibel zu lesen, durch den Glauben des Christus, in dem du lebst. Und dann auch zu sagen, Herr, fülle mich mit mehr Hoffnung für die Welt. Ich will deutlich sein, will eindeutig sein. Also von der Autorität und dem Geist in seinen Wirksamkeiten kann ich jetzt noch gar nicht reden. Das ist nur Identität. Das ist erste Klasse. Erste Klasse wäre eigentlich der Stand, den wir in Jesus haben. Die zweite Klasse ist Identität. Aber wir sind jetzt an der Identität. Das deutsche Wort Hoffnung kommt aus dem Altdeutschen und heißt hopen, heißt hüpfen. Also Hoffnung ist nicht etwas Lästiges, sondern etwas Lästiges. Ich hüpfe. Das ist wie wenn Kinder auf ihre Überraschung warten. Die wissen genau, es ist rund, es ist rund, es ist rund. Wenn Christen hoffen, der Herr kommt bald wieder. Schau. Das ist nichts für, nein, wir sollten mehr hüpfen. Und wenn so ein mieser Tag vorbeikommt, sollten wir sagen, Herr, ich habe keine Zeit für dich, ich habe ein Hüpfseil. Keine Zeit für schlechte Tage. Das ist deine Entscheidung. Angst ist ein Gefühl. Ein schlechter Tag ist manchmal kein Gefühl, aber er löst das aus, was Gefühle sind. Also stopp, erst eine halbe Stunde hüpfen. Hüpfen für den Herrn. Aus Hoffnung. Ach, würden wir doch mehr springen und hüpfen. Es würde einigen Leuten besser gehen unter uns. Hoffnung. Dann gibt es noch hunderte Verheißungen auf Jesus, auf das Jesus, wir haben das heute schon mal gehört, 1. Korinther 1, Vers 20, auf das Jesus das Ja und das Amen ist. Diese gilt es in einer begründeten Hoffnung zu ergreifen und im Leben wirksam werden zu lassen. Aber wenn ich dieses Thema jetzt ansprechen würde, würde ich den Raum der Identität verlassen und in den Raum der Autorität hinüberschreiten. Und das will ich heute nicht tun. Ich will, dass ihr das, die Identität, versteht. Über das kann ich ein anderes Mal predigen, wenn ich mal wieder eingeladen bin oder wieder mal hier zu Hause bin. Ich gehöre ja zu euch. Die Sache mit der Autorität müssen wir wirklich ein anderes Mal anschauen, weil, ich sage es nochmal, ein Löwe mit der Identität einer Hauskatze, des Husbüsi, nicht die Herrlichkeit hat, in der Savanne seine Herrschaft durchzusetzen. Ein Löwe mit der Identität einer Hauskatze hat nichts, was er bringen kann. Ein Christ, ein wiedergeborener Christ mit der Identität eines Bettlers, eines Kriechenden um das Kreuz Gottes, immer wieder um Erlösung, obwohl er schon seit Jahrzehnten erlöst ist, kann nicht in Autorität den Widerständen dieser Welt begegnen. Wir müssen, wie Paulus sagt in Epheser 6, Vers 13, glaube ich, zieht die Waffenrüstung an. Dann könnt ihr Widerstand leisten, alles überwinden und das Feld behalten. Das können wir aber nur, wenn wir unsere Identität in Christus verstanden haben. Ich fasse nochmal zusammen. Als Gottes Kind erlebst du die Liebe nicht von außen, sondern du stehst im Vollbad der Liebe Gottes, der Liebe des Vaters. Zweitens, als Gottes Kind glaubst du nicht mehr, um gerettet zu werden, sondern du glaubst, weil du gerettet bist. Das ist ein Riesenunterschied. Drittens, als Gottes Kind hast du nicht nur eine begründete Hoffnung, sondern du bist eine lebendige Hoffnung für die Welt. Und ja, der Teufel will nicht, dass du das begreifst. Der Teufel will nicht, dass du diese Lektion verinnerlichst. Der Teufel will nicht, dass du dein Christsein in dieser Identität entdeckst. Denn wenn du das tust, hat er keine Macht mehr, dich unten zu halten. Wenn
Wenn du so lebst, dann kann er dir nicht mehr ein Bein nach dem anderen stellen. Dann wirst du in die Kraft kommen der ersten Christen, der Apostel und der Gläubigen in Jerusalem, von denen es heißt, dass die Regierung sich fürchtete vor ihnen, dass sie Eindruck gemacht haben, dass es ihnen durchs Herz ging. Das wirst du aber nur dann erleben, wenn du deine Identität annimmst. Wenn du als Warmduscher-Christ ein kraftvolles Evangelium verkündigen willst, dann kommt nur lauwarmes raus. Du musst heiß sein. Und dieses Heißsein, das wird erweckt durch deine Identität, die du in Christus hast. Darum rufe ich zum Schluss: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. So wird dich Christus erwecken und erleuchten. Die Predigt ist fertig. Die Botschaft geht weiter. Das seid ihr. Steht auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, ich liebe die Gemeinde, ich liebe sie wirklich. Es ist meine Heimatgemeinde, es ist meine Heimatgemeinde und ich liebe euch alle. Und wir wollen alle zusammen auf diesem Weg sein. Wir wollen erquickt in der neuen Identität wachsen. Wir wollen zunehmen, dass wir wissen, wer wir in dir sind, durch dich sind. Dass wir erleben, wie wir in unserer Frustration und auch unserer Einsamkeit, in unseren Nächten, in denen wir wach werden oder Schmerzen haben, dass wir den Sinn nicht auf unsere Schmerzen oder Einsamkeit halten, sondern dass wir den Sinn in der Kraft des Geistes aufrichten auf dich und dich und uns von dir lieben lassen können. Herr Jesus Christus, du hast diese Hoffnung in die Welt gebracht und hast uns wiedergeboren durch deinen Geist, dass wir in dieser Hoffnung sein können und selbst zur Hoffnung werden. Ich preise dich, Vater. Und so gebe ich diesen Segen jetzt dieser Gemeinde, damit sie die Botschaft zu ihrer Lebenseigenschaft macht und sie hinausträgt in Christus Jesus. Amen.